Halleluja! Wir grüßen euch herzlich aus Uganda wieder. Ich wünschte mir sehr, ich könnte euch alle hierher holen. Es ist herrliches Wetter, es ist Frieden, wir haben keinen einzigen, der an Corona gestorben ist und wir erwarten auch keinen einzigen. Und alle, die bisher vom Ausland mit Corona gekommen sind, werden der Reihe nach als gesund entlassen. Die Hand Gottes ist auf dieser Nation und es wird gebetet überall. Und wir preisen den Herrn, dass er uns trotz der nicht so guten medizinischen Ausstattungen so beschützt vor diesem Virus. Ja, aber heute möchte ich zu euch sprechen über eine Botschaft, die mich sehr berührt hat. Ich höre auch viele andere Botschaften von anderen Menschen und da haben mich die Prediger von der Gemeinde in Pforzheim strahlender Freude sehr beeinflusst und sehr beeindruckt mit ihren klaren Botschaften. Besonders der Pastor Daniel Exler. Ihr könnt euch seine Botschaften anschauen auf YouTube. Und er spricht so überzeugend über das Thema, dass wir geboren sind zu regieren, zu herrschen. Und wisst ihr, als Frau ist man eigentlich nicht geboren zu herrschen und zu regieren. Und das ist ein neuer Aspekt. Wir sollen ja immer nur uns unterordnen und uns schweigen. Manche Leute meinen, wir sollen überhaupt nie den Mund aufmachen. Aber wozu hat Gott uns so ein gutes Mundwerk gegeben? Dass wir sprechen, und zwar die Wahrheit sprechen, Liebe sprechen, Trost sprechen, Versöhnung sprechen. Und so möchte ich jetzt zuerst eine Schriftstelle, die mir sehr bewusst wurde in diesen Tagen, euch vorlesen aus Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und da habe ich mir überlegt, in unseren Tagen hat Gott sehr viele Reben weggenommen, die nicht Frucht bringen für das Reich Gottes. Alle unsere falschen Sicherheiten, unsere falschen Götzen, also Götzen sind immer falsch, aber die, wo wir unsere Sicherheit gesucht haben, außerhalb von unserer Liebesbeziehung mit ihm. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie wird eine Frucht gereinigt? Dann sagt er, ja, ich beschneide die Bäume. Ja, und da habe ich gesagt, und was passiert dann? Ja, dann bringen sie mehr Frucht. Sag ich, wieso? Sagt er, weil sie ihre Wurzeln tiefer in die Erde stecken. Ein Baum, der beschnitten wird, der sucht neue Nahrung tiefer im Erdreich. Und ich glaube, Gott hat diesen Coronavirus jetzt verwendet, um Millionen Menschen tiefer hineinzuführen in eine Beziehung zu Gott. Es sind Fragen hochgekommen bei allen, wozu bin ich auf der Welt, wo ist eigentlich der Grund meines Lebens, wo ist die Sicherheit meines Lebens, was ist das Ziel meines Lebens. Und ich glaube, dass Gott uns rüttelt und schüttelt, dass wir hineinkommen in unsere Bestimmung, die wir von Anfang an auf dieser Welt eigentlich bekommen haben von Gott. Und da möchte ich euch jetzt mit euch einige Schriftstellen durchmachen, die uns ganz klar zeigen, was Gottes Ziel ist mit uns. Da möchte ich euch aus dem Wort Gottes schon aus dem ersten Kapitel des Alten Testamentes lesen, aus 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Wenn wir uns das einmal überlegen, wir sind Gott ähnlich. Wir haben Eigenschaften von Gott. Und wir sollen diesen Gott hier auf dieser Welt auch manifestieren und ausdrücken. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ihr Lieben, ich habe vor Jahren von meinem Vater einen wunderschönen Hund geschenkt bekommen, und zwar einen Collie. Und dieser Collie war so sanftmütig und so lieb und alle Hunde der Umgebung haben ihn gebissen. Und dann eines Tages ist Folgendes passiert. Ich bin mit ihm spazieren gegangen und ich merkte, der geht mit mir spazieren.
Ich musste dorthin gehen, wo er mich zog. Und dann habe ich mich erinnert an diese Schriftstelle, dass wir herrschen sollen über die Tiere. Dann habe ich den Knaben hingesetzt und gesagt, du, hör einmal, nicht du gehst mit mir spazieren, ich gehe mit dir spazieren. Hast du kapiert? Von jetzt ab gehe ich mit dir und ich sage dir, wo wir hingehen. Gut, wir sind gegangen, er ruft mich wieder in die falsche Richtung, gesagt, Florli. Und sofort hat er gehorcht und ging mit mir in die richtige Richtung. Und von da an ist der Hund immer mit mir gegangen, wo ich gehen wollte. Und eines Tages geschah Folgendes. Ich ging mit dem Hund wieder spazieren und beim Heimweg hörten wir schon den Nachbarhund, einen sehr bösen, bissigen Schäferhund bellen und er kam rasend die Straße herunter. Mein Hund wurde sehr nervös und ich habe ihn von der Leine freigelassen und er lief. Wir waren auf dem Weg zu unserem Zuhause und ich habe zwei Häuser. Dazwischen führt eine Straße durch. Und der Hund lief bis zum Anfang dieser Straße und setzte sich in die Mitte der Straße. Der Schäferhund raste an mir vorbei, keifend und bellend, auf meinen Hund zu. Mein Hund machte keine Bewegung. Der Schäferhund kam 10 Zentimeter an meinen Hund und kehrte um, ohne ihn zu beißen. Und dann habe ich zu meinem Hund gesagt, siehst du, wenn du unter Autorität bist, dann hast du Autorität. Von diesem Tag an hat kein Hund mehr meinen Hund gebissen. Ihr mögt jetzt denken über diese Situation, was ihr wollt, aber für mich war das eine lehrreiche Erfahrung. Wenn wir unter Autorität sind, dann haben wir Autorität. Und zwar unter der richtigen Autorität, ja. Wir müssen unter die Autorität Gottes kommen. Ja, also Gott will, dass wir herrschen über die Tiere. Zum Beispiel habe ich Hund und Katzen und weil wir ein großes Gelände haben und auch viele Mäuse. Und denen predige ich immer wieder das Evangelium. Und ihr Lieben, die fangen jetzt an, sich richtig zu respektieren und zu lieben. Sie fressen nicht von dem Näpfchen des anderen. Nur was draußen liegt, habe ich ihnen erlaubt. Sie sind lieb miteinander. Ich habe sogar meinen Hund schon erwischt, wie die Katzen in seinem Schwanz geschlafen haben und in seinem Bäuch, in seinem Bäuchlein schön eingebettet. Ihr Lieben, wir sollen Reich Gottes bauen auf dieser Welt. Ich habe sogar einen kleinen Hasen geschenkt bekommen. Und mein Hund hat diesen Hasen wie sein Baby angenommen und hinten am Genick herumgetragen und keiner durfte den Hasen angreifen. Und dann bekam ich Besuch von einem hohen Beamten der Regierung und da lag mein Hund mit einem Kätzchen in seinem Bäuchchen da und der Hase in seinem Schwanz. Da sagt er, was ist denn das hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sage ich, das ist Reich Gottes Leben. Wir lieben uns und Gott möchte, dass wir uns alle lieben. Ihr Lieben, es macht sehr viel Spaß. Ich habe sogar schon meinen Blumen befohlen, besser zu blühen und meinen Bäumen mehr Früchte zu bringen in Jesu Namen. Und sie tun es, ihr Lieben, sie tun es. Also wir sollen herrschen. Wir sind geboren zu herrschen. Aber bitte nicht über Fleisch und Blut, okay? Nicht über deinen Mann, nicht über deine Frau, nicht über deinen Chef. Nicht über, also nur dort, wo der Herr eben uns den Auftrag gegeben hat. Dann in Lukas 10, 19, da schreibt uns Gott einen Auftrag, der wirklich von vielen noch nicht beachtet wurde und auch zu wenig gepredigt wird. Ich habe noch kaum eine Predigt über diese Botschaften gehört. Aber jetzt werden sie überall hörbar. Es heißt hier, er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Ihr Lieben, das ist ein Wort, das muss man sich im Mund zergehen lassen und mit Glauben mischen. Dass Gott uns Macht gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll uns schaden. Wisst ihr, nicht wir sollen uns vor dem Feind fürchten, sondern er vor uns. Ich bin schon öfters des Morgens aufgestanden und habe gesagt, Feind,
heute ist ein Tag für uns. Ich stehe auf, ich fange an zu herrschen. Und ihr Lieben, das ist das Herrschen, das Gott uns erlaubt. Zu herrschen über die Kreatur, über die Schöpfung, zu herrschen über die Macht des Satans. Und dann schauen wir mal weiter. Hört es dann auf, wenn wir von dieser Welt Abschied nehmen? In Offenbarung 20, Vers 6 lesen wir, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Ihr Lieben, herrschen ist unsere Zukunft. Herrschen ist unser Auftrag. Herrschen ist unser Befehl von Gott, den wir ernst nehmen müssen. Nur müssen wir schauen, dass wir nicht über das Falsche herrschen, ja? Dass wir das nicht missbrauchen. Und dann, also 1000 Jahre werden wir mit Jesus herrschen. Und dann, wie geht es dann weiter, wenn die 1000 Jahre vorbei sind? In Offenbarung 22 steht es, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, wir sind berufen zu herrschen, und zwar jetzt schon anzufangen. Als ich in den Anfängen dieser Erkenntnis lebte, habe ich immer schon sehr viele Leute bei mir gehabt in meiner Wohnung, und natürlich nicht alle bringen den besten Geist hinein. Und so habe ich, wenn ich allein war im Haus, habe ich alle Fenster aufgemacht und habe laut begonnen zu herrschen und dem Feind geboten, mein Haus zu verlassen. Allen Mächten der Finsternis, ich habe sie rausgeschmissen in Jesu Namen, habe alle Türen dann und alle Fenster mit einem Kreuz aus Öl beschmiert und habe dem Feind geboten, dieses Haus zu verlassen und nie mehr wiederzukommen. Und habe dann Lobpreismusik eingeschaltet und bin mit Gott in der Wohnung herum. Ja, ich habe mit ihm getanzt in der Wohnung. Und wir haben die Freiheit genossen, die wir bekommen durch unser Herrschen. Ihr Lieben, wir haben in Uganda Gläubige, viele Gläubige in der Regierung. Und unsere Unterrichtsministerin ist die Frau des Präsidenten, die auch sehr gläubig ist, sehr gläubig. Aber auch die Gesundheitsministerin ist eine Gläubige. Und wie damals Ebola ausgebrochen ist, hat diese Frau einen Altar im Ministerium errichtet und hat mit ihren Mitarbeitern jeden Tag gebetet und in der Autorität, die ihnen von Gott gegeben wurde, befohlen, dass Ebola keinerlei Chance hat, Uganda zu betreten. Und es war kein einziger Fall von Ebola. Und jetzt haben wir dasselbe wieder mit Corona. Wir beten, dass kein einziger in Uganda durch diesen Virus frühzeitig in die Herrlichkeit abberufen wird. Und es ist kein Todesfall gewesen und wird auch keiner sein. Ja, wir sollen anfangen. Wir leben in den letzten Tagen, ihr Lieben, und Gott möchte uns vorbereiten für die Ewigkeit. Es geht jetzt nicht mehr um ein halbwegs Christentum. Die Wischiwaschi-Christen, ihr Lieben, haben keine Autorität mehr, sondern es geht um hundertprozentige Nachfolge, ein hundertprozentiges Einswerden mit Jesus Christus. Und da möchte ich euch ermutigen, fangt an zu herrschen über alles, was nicht aus dem Reich Gottes ist. Und du wirst sehen, wie Gott dich dann segnen wird. Ich möchte nur euch noch sagen, dass Gott unsere Worte sehr ernst nimmt. Im Sprüche 18,7, der Mund des Narren ist sein Untergang, seine Lippen bringen ihn ins Verderben. Wisst ihr, oft beten wir und eine halbe Stunde danach machen wir mit unseren Worten das Gebet schon wieder ungültig, weil wir Unglauben sprechen. Dann im 4. Mose 14,28 sagt Gott, richte ihnen Folgendes aus. So wahr ich lebe, werde ich euch genau das antun, mit dem ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr.
Lasst uns in den Ohren liegen von Gott, dass die größte Erweckung auf dieser Erde stattfindet. Der Anfang hat schon begonnen, die Welt je gesehen hat. Dass Millionen Menschen den Herrn Jesus erkennen, auch die Buddhisten, auch die, ja, dass ganz Israel sich bekehrt, alle Juden den Herrn Jesus erkennen, den sie gekreuzigt haben, den Yeshua HaMashiach, den Auferstandenen, den Messias, den König von Israel. Dass die Moslems, die Hindus, dass alle auch die Witch Doctors, auch die falschen Göttern gedient haben, alle, dass sie Erkenntnis bekommen, dass sie Träume bekommen, Visionen bekommen und dass sie sich zu Gott bekehren und Jesus Christus als ihren Herrn und Meister erkennen. Sprüche 10,11. Die Worte des Gottesfürchtigen führen zum Leben. Der gottlose Mensch aber vertuscht seine bösen Absichten. Sprüche 18,21. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ihr Lieben, Satan ist tot, Jesus ist Leben. Lasst uns seine Worte sprechen, seine Worte glauben. In Sprüche 20,15. Weise Rede ist wertvoller als Gold und Silber. Und in Matthäus 21,21 heißt es sogar, ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und es wird geschehen, wenn ihr nicht im Herzen zweifelt, sondern Glauben habt, dass es geschehen wird. Ihr Lieben, sprecht Worte des Lebens aus. Es kam vor einiger Zeit eine Frau zu einem meiner Seminare und sie war sehr ruhelos und ich sprach mit ihr und sagte, was ist los mit dir? Sagt sie, ja du, ich gehe nicht mehr hier weg, bis Gott zu mir spricht und ich die Lösung bekomme für mein Problem. Sag ich, was ist dein Problem? Sie sagt, meine Tochter ist alliiert mit einem Banker und mein Sohn schreibt lauter nicht genügend in der Mittelschule und ich muss von Gott hören, was seine Pläne sind. Es waren keine 2-3 Stunden später, geht sie mir leuchtend entgegen mit frohem Gesicht, mit strahlenden Augen, sage ich, ja und, hat Gott gesprochen? Sagt sie, ja. Gott hat mir gesagt, die Kinder der Gerechten oder die Kinder der Gottesfürchtigen sind gesegnet. Die Frau hat nichts mehr gehört, außer diese Worte. Die Kinder der Gottesfürchtigen, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Und sie fuhr nach Hause. Dann kam die Tochter, die mit diesem Banker alliiert war, und hat ihr verkündigt, dass sie zu ihm ziehen will, dass sie ihn heiraten will. Sie hat nur gesagt, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Die haben geheiratet, es wurde noch schlimmer mit ihnen, sie ist sogar in die Drogenszene gekommen. Sie hat immer nur verkündigt, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Die Frau war auf Wolke 7, obwohl ihre Umstände katastrophal waren. Und dann hat es nicht lange gedauert, kam diese Tochter weinend nach Hause. Mama, ich will mit Gott gehen. Ich habe die Hölle erlebt. Die Mutter hat nicht gesagt, geschieht dir recht, sondern sie sagt, die Kinder der Gerechten sind gesegnet. Sie hat dieser Tochter geholfen, hat ihr gedient, hat Seelsorge mit ihr gemacht. Und die Tochter ist durchgebrochen in eine totale Liebesbeziehung zu Gott und hat Vergebung gefunden. Es hat nicht lange danach gedauert. Dann kam ihr Ehemann. Ich will auch mit Gott gehen. Das Leben ist ohne Sinn, ohne Gott. Und heute haben die beiden einen Dienst an Menschen, die aus der Drogenszene kommen. Der Sohn hat vorerst immer wieder nicht genügend geschrieben, dann kam er auf befriedigend. Die Mutter hat nur proklamiert, die Kinder der Gerechten werden gesegnet. Und sein Abschluss beim Abitur war sehr gut. Ihr Lieben, deine Worte haben Vollmacht im Leben der Menschen, für die du sie aussprichst. Meine Tochter, Herr Angel, die nur Deutsch gesprochen hat am Anfang, Englisch kann sie jetzt auch sehr gut, aber Deutsch ist ihre Muttersprache, die wollte nie lesen. Und dann habe ich gesagt, Angel, der liebe Gott hat so viele Bücher geschrieben für dich und möchte dich so segnen damit. Und der Heilige Geist lebt in dir und er kann alle Sprachen der Welt. Und plötzlich finde ich sie, wie sie in einer Ecke sitzt und alleine
deutsche Bücher fließend liest. Und heute kann ich nicht genügend Bücher kaufen, weil sie so viel liest. Ja, ihr Lieben, ich hätte zudem noch viele, viele Botschaften, aber ich werde das im nächsten YouTube machen. Denn der ist solche Macht in dieser Zunge, für Leben freizusetzen, in deinem Leben und im Leben deiner Menschen, auch in den Leben unserer Nationen und dem ganzen Schicksal unserer Welt. Gott rechnet mit uns, dass wir in diese Autorität, die er uns gegeben hat, und ich bitte, ihr Lieben, verstehen tue ich das überhaupt nicht, das Risiko war enorm, dass er dadurch eingegangen ist. Aber wir sollen ihn nicht enttäuschen, sondern wir sollen eintreten in diese Berufung, sein Mundwerk auf dieser Welt zu sein, um das Reich Gottes freizusetzen. Werde kühn und mutig, Worte des Lebens zu sprechen, und du wirst die Auswirkungen sehen, aber zweifle nicht. Shalom, Shalom.